Moin Leute, hier ist Alex. Heute ist Tag 7 des GTG-Trainingsexperimentes. Das heißt, eine Woche ist es vorbei. Letzte Woche habe ich den Ausgangstest gemacht mit One-Leg-Planche und One-Leg-Front-Lever. Ihr hattet ja, wenn ihr die Videos verfolgt habt, auch mitbekommen, dass ich mich beim Front-Lever so ein bisschen überlastet habe im Ellbogen. Ich werde heute trotzdem versuchen, den Front-Lever nochmal zu machen und einfach zu gucken, ob es vielleicht doch was gebracht hat. Ich habe ja ab, glaube ich, Tag 4 das Training des Front-Levers ein bisschen runtergeschraubt und ein bisschen ja, weniger gemacht, damit einfach die Überlastung nicht noch schlimmer wird. Ja, ich habe mich gerade warm gemacht und jetzt gucken wir mal, ob der Planche schon besser geworden ist. Ich zähle ja immer so im Kopf ein bisschen mit und ich glaube, dass es jetzt etwas länger war als letzte Woche. Das werde ich aber dann erst im Video sehen, aber ihr seht das jetzt schon, weil ich es ja schon eingeblendet habe. Jetzt gibt es eine kurze Pause und wenn ich wieder einigermaßen frisch bin, geht es mit Front-Lever weiter. So, Pause ist vorbei. Ich stelle mal die Kamera noch ein Stückchen hoch. Dann gehen wir mal zum Front-Lever und schauen mal, wie das funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen länger war. Nicht viel länger, aber ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, ich habe ja Front-Lever auch nicht wirklich lange trainiert. Ja, ich hole erstmal ein bisschen Luft, dann gibt es ein Feedback. So, das Feedback zur ersten GTG-Woche. Also ich hatte das Gefühl, dass sich meine Kraft subjektiv gesteigert hat. Gerade so die letzten Trainingstage, also Tag 5 und Tag 6, hatte ich vor allem beim Planche das Gefühl, dass ich mich weiter nach vorne lehnen kann, mehr Power habe, besser halten kann. Und ja, das hat sich einfach gut angefühlt. Der Nachteil an dem Ganzen ist, dass es wirklich extrem aufwendig ist. Es ist von der Organisation her ziemlich aufwendig. Man muss halt wirklich jede Stunde oder alle 90 Minuten trainieren. Muss ich jedes Mal wieder warm machen für 10 Minuten oder so. Und ja, man kann eigentlich seinen Tag nicht wirklich großartig nutzen. Also man muss halt versuchen, alles, was sonst so anliegt, einkaufen gehen oder keine Ahnung, irgendwie drumherum legen. Es darf alles nicht länger als eine Stunde dauern. Und das ist schon ziemlich schwierig. Also für jemanden, der arbeitet zum Beispiel, denke ich, ist das nicht normal durchführbar. Ich habe es ja jetzt auch im Urlaub gemacht, deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ihr eine Woche Urlaub habt oder zwei Wochen, dass ihr das einfach mal ausprobiert und dann einfach mal seht, wie ihr damit zurechtkommt und vor allem, was ihr für Erfolge damit erzielen könnt. Das größte Problem für mich war die mentale Seite, dass ich mich immer wieder erwärmen muss. Ja? Man denkt halt irgendwann, ja, das wird schon nicht so schlimm sein und vielleicht ist die Erwärmung jetzt nicht ganz so wichtig, aber ihr habt gesehen, ich habe mich beim Front-Lever auch leicht überlastet und es kann durchaus sein, dass es durch so eine Einstellung gekommen ist, dass ich halt einfach dachte, naja, es reicht auch, wenn ich mich jetzt mal 4 Minuten erwärme und dann ist alles gut, aber scheinbar reicht das doch nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass ihr damit sehr schnell eure Kraft etwas steigern könnt. Ja, wie ihr gesehen habt, nach einer Woche hat sich das bei mir auch schon etwas verbessert. Ja, ihr müsst es halt einfach gucken, ob das was für euch ist oder eben nicht.
Was auch ganz wichtig ist, dass ihr wirklich aufpasst, im Intensitätsbereich zu bleiben. Ich hatte am Anfang gesagt, 50 plus 80% solltet ihr wählen. Das ist auch ganz schwierig, in diesen 50 bis 80% zu bleiben. Das hört sich jetzt nicht so schwierig an, aber wenn ihr es macht, ihr habt halt nie das Gefühl, dass ihr euch wirklich ausbelastet habt. Ja? Normalerweise, wenn man trainiert, man geht halt wirklich bis an die Grenze und ja, macht halt so lange, bis man einfach nicht mehr weiter bewegen kann, weil der Muskel halt einfach tot ist. Das passiert hier eben nicht. Ja? Das bleibt aus und man hat dann eben das Gefühl, dass man nicht alles gegeben hat und nicht richtig trainiert hat. Ja? Aber es ist ganz wichtig, dass man eben nicht an die Grenze geht, weil man eben sonst die Tage nicht durchhält, beziehungsweise man hält es einfach nicht durch. Anders kann man das nicht sagen. Ich denke auch, dass ich beim Frontivore auf jeden Fall die Intensität zu hoch gesetzt habe. Versucht wirklich erstmal, wenn ihr es erstmal probiert, bei 50% Intensität anzufangen. Ja? Also ich denke, dass ich beim Frontivore bestimmt bei 90 bis 95% war, was ich trainiert habe. Nehmt euch einfach eine Progressionsstufe, die ihr wirklich doppelt so lange halten könnt, wie ihr es dann im Training macht. Ich habe jetzt gewählt, dass ich das im Training 20 Sekunden halte, weil das für mich eine sinnvolle Belastungsdauer ist, um auch einen Reiz zu setzen für den Muskel. Nutzt dann also eine Progressionsstufe, die ihr 40 Sekunden lang halten könnt. Ja? Und das solltet ihr dann auch wirklich beibehalten, damit es eben nicht zu irgendwelchen Verletzungen kommt. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar nützliche Informationen erhalten durch das Training bzw. durch die Videos. Und ja, wer einfach Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, nehmt euch mal eine Woche Urlaub und probiert das mal aus. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns bald. Alex.